Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Mach ich. Maxim, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Viktor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Jo, dann gehen wir mal zum Dorfältesten. Ältester, Maxim muss hier weg. Genau, und zwar sofort. Oh, Maxim. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Also gut, wer ist dafür, dass Maxim geht? Alle die Hand heben. Falls er im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Verschwinde endlich! Bist du weit weg? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in den Truhen unten findest. Auch wieder so geile Musik hier. 50 Goldmünzen gefunden. Du gehst? Bis später. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's dir schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Ach Mensch, überall so traurige Musik. Ich verkaufe dir nur etwas, weil das der Dorfälteste gewünscht hat. Wie kann ich helfen? Noch etwas? Nein, natürlich nicht. Denkst du auch daran, dir neue Klamotten zum Schutz von Monster zu kaufen? So, jetzt muss er erstmal... Ah! Die Taste ist also für... das Ringmenü. Der hat ja nicht mal eine Schutzweste. Ich verkaufe nur etwas, das du auf etwas gewünscht hast. Hat man schon gerade, ne? Wie kann ich helfen? Ah, die Steuerung ist eigentlich ganz okay. Ich hatte gedacht, die war schwieriger. Kleidung. Ach, komm schon. Ach, okay. Ja, das Ding sehen wir bleibt. Ich weiß nicht mehr alles. So, Beth, keine Ahnung, was in der Beth nochmal hieß, aber hier sieht man alles. Was relativ fast unlesbar ist, aber mit ein bisschen Fantasie geht schon. Starke Agilität, Gesundheit, Intelligenz, Weisheit, Angriffskraft, Treffer in Prozenten, Abwehrkraft, ausweichen Prozenten und Magieabwehr. Da steht die Erfahrung und wie viel fürs nächste Level braucht. Ey. Level. Das Schwert ist schon Level 1. Gattung Schwert. Waffenraub 1 von 2. Hier wieder raus. Keine Ahnung, irgendwas gedrückt. Nee, lassen wir alles so. Naja, ich fummel hier mal lieber nicht rum. Meine Güte. Steuerung ist zu kotzen. Hast du alles? Ja, ich weiß schon. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab. Alle so übel aggressiv, ey. Hiya! Ninja! Mhm.
Bonbon ist zu viel, alles klar. Kanoni Reisebüro, kann man gleich mal zeigen, wer es noch nicht kennt. Kanoni Reisebüro, ja. Ciao Bello, wir, die Kanoni-Brüder, haben fast überall ein solches Büro. Übrigens, Weg da ist bereit, als Ticket bezahlt, falls du zum Wasserpalast willst. Nein, danke. Ich weiß nicht, ob man da, ob man im laufen kann. Lau. Na, haben wir was? Lol. Immer das Gras zerschlagen. Doch, oh, hab ich gar nicht gesehen, verdammt. Oben geht's zum Wasserpalast und rechts zum Quellhof und runter nach Pandoria. Ha, Pandoria kennen wir doch irgendwoher. Na, laufen wir mal lieber zum Wasserpalast. Guck mal hier, neues Monster, Spornkopf oder Pilzkopf. Boah, das hält ganz schön durch. Gefahr, hungrige Goblins. Auf jeden Fall macht Spaß das Spiel. Komm, immer noch. Wow! Alter, wie ich die mal nicht sehe. Bisschen mehr konzentrieren, ja. Wechsel mal recht Level 3. Doch, ich glaube, da ist der Wahnsinn gewesen. Links geht's zum Wucherkater. Brauchst du etwas? Zum Beispiel? Da gäbe es einiges. Was möchtest du denn? Handeln. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Miau. Einkaufen. So, was haben wir denn da? Ein Armband, eine Puschelmütze, eine Haarschleife, Fass für 900 Goldmünzen, Lebensfass, kann ich mal ein bisschen erklären hier, für alle, die es noch nicht kennen. Fass, damit setzt man sich und seine Gruppe in irgendeinem Fass und wird nicht gesehen. Man kann einfach an den Feinden vorbeilaufen, aber man kann auch selbst nicht angreifen, greift man an, verschwindet das Teil, aber für 900 Gold, richtig teuer. Lebensfass belebt einen wieder, Heilkräuter, Heilvergiftung, sowas. Walnuss, 1000 Goldmünzen, das wohl wichtigste Item, was es gibt, füllt die Mana-Punkte wieder auf. Honig füllt komplett das Leben wieder auf, Schokolade füllt 100 oder 150 Leben. Bonbon, 10, 20 oder 50 Leben, irgendwann in den dreien. So. Wie kann man denn zurück? Und damit. Nö. Auf Wiedersehen. Ich habe schon irgendwie nicht mehr gespielt, ich weiß nicht, was ich kaufen soll oder muss. Ja! Oh, gecountert. Hat er mich da gleich gecountert, diese Sau? Heilkräuter. Bonbon ist zu viel. Wasserpalast. Wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu bekämpfen. Hier geht's zum Wasserpalast. Da. Auf geht's, Maxim. Ich habe das früher mal mit meinem Bruder zusammen gespielt.
ganz früher mal irgendwann. Wir haben uns immer gegenseitig irgendwie ausgesperrt durch diese komischen Schalter. So, und jetzt? Hey Süße, wo ist diese Aquarier? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquarier, schön dich mal wiederzusehen. Willkommen. Das soll Aquarier sein? Die ist 200 Jahre alt? Die 200 Jahre alt ist? Sieh an, das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Ist schön, ne? Aquaria, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß, Ebbe und Flut brachten mir damals die schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer, deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffenorbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbeter erhalten. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Such jemanden, der mit den Orbs sein Schwert stärker machen kann. Bin ich dabei? Aquaria hat mich alles gleich gelehrt, was man wissen muss. Ich erfuhr von ihr über die Mana-Energie, die über unsere Welt beherrscht. Was soll ich hier unten? Yeah, was geht ab? Hoppla. So, Manette machen sie dazu. Und jetzt? Sag mal an, klare Ansage hier. Begib dich ins Imperium, Victor. Sie plant, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf dem Samen in diesem Palast abgesehen. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, Maxim, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Das ist alles sehr interessant. So, gib mal den Mana-Samen, Schnecke. Maxim, wovor hast du denn solche Angst? Oh, vor der Festung. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Aha. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebaut, als es dich gerufen hat. Warum mich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Na gut. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Ja, geh mal weg, Olle, ne? Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Die musst du alle entsiegeln. Versiegeln. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Lanze halten. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Danke. Das Spiel speichern, ja natürlich. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Arbeitstempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen musst. Kannst. Alles klar, bin unterwegs. Grüne Flammen, sieht ja mal richtig geil aus.